Alle Jahre wieder kommt das GTI. Ja, das GTI-Treffen am Wörthersee. Wer kennt es nicht? Die Fast and the Furious der VW-Kundschaft reiten am 9. Mai in Reifnitz ein. Wie lange das noch genau dauert, offenbart die Homepage mit einem Countdown. Fette Schlitten und schlanke Mädels. Schwer, die Kontrolle zu behalten bei so vielen Kurven. Na, hoffentlich haben die Hobby-Rennfahrer ausreichend Gummi am Start, den sie hier zum Vergnügen der Fangirls verblasen können. Sehen Sie sich mal dieses Fahrgestell an. Nein, nicht das, sondern diese. Das ist es, warum die Tuner nach Reifnitz kommen. Die fetteste Roadshow an Tuning made at home, die man sich nur wünschen kann. Das lässt das Tunerherz höher schlagen. Ameisen, duckt euch, denn diese Boliden liegen tief. Zu tief für die Polizei. Denn schon Tage vor dem offiziellen Start werden bereits die ersten Knöllchen verteilt. Die Ungeduldigsten warten nämlich nicht auf den offiziellen Start. Sie treffen sich bereits am Vortreffen. Und die Polizei ist bereits da, mahnt ab und hält die Hand auf. Aber mit diesen reifenden Fällen darf er nicht mehr. Das ist die Restaurantin. Ja, sie bleiben. Ja. Wenn er sie herbringt und die Montage macht. Ja, aber bitte unten auf dem Parkplatz. Ja? Ich warte hier, aber die Strafe muss er trotzdem bezahlen. Und jetzt nur darum, dass die Fahrzeugzulassung aufrecht bleibt, ja, und der mit den anderen Reifen seine Fahrt fortsetzen kann. Ja, ja, bitte. Ja? Okay? Auch dieser Fan war zu tief. Nein, nicht er, sondern sein Auto, wie er uns verrät. An meinem Auto passt eigentlich alles. Also, außer dass ich zu tief gefahren bin. Also das stimmt schon, dass du jetzt zu tief gefahren bist. Also es ist jetzt ich bin ja sehr tief gefahren, aber ich habe nicht gewusst, dass man nicht so tief fahren kann oder fahren sollte. Der Sprit wird wieder fließen in Katalysator und Leber. Es wird wieder laut und wild und so manch Einheimischer zittert bereits jetzt. Denn die Diagnose vom Arzt wird wieder dieselbe sein, und zwar Burnout.